Da. Zack, klar, zahn, zahn. Okay, klar, macht auch Sinn. Macht sogar als einziges relativ viel Sinn. So, zack. Pluck, pluck, pluck. Zack. Pluck, pluck, pluck. Zack. Na, zack. Zack. Pluck. Ploing. Blöp, blöp, blöp. Die Geräusche, die man dabei machen kann, sind die unterschiedlichsten. So. Toll. Saatgut ist da. Das ist wunderbar. Die Saat ist ausgebracht. Dann direkt zurück und Rohstoffe holen. Nein. Die Produktion kommt zum Erliegen. 4 Mosthöfe haben wir jetzt hier. Erliegen. Wie viel haben wir denn auf Bergenfurt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na toll. 8. Hä? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich habe gerade beim Überfliegen die beiden da oben übersehen. 10. Also muss ich praktisch Ersatz für 10 schaffen. Da wir aber ja eh schon nicht den großen Zuwachs haben an Most. Wie auch übrigens an Fisch. Und hier noch, naja, hunderte von Häusern hinkommen. Wäre es eigentlich ganz gut, wenn wir endlich direkt, glaube ich, 20? Vielleicht erstmal 16. Das war viermal das anlegen. 1, 2, 3 müsste untereinander passen. Dreimal noch. Also noch zweimal. Und den kann ich ja sogar schon mal bauen hier. 1. Muss ja 5 Abstand haben. 1, 2, 3, 4, 5. So. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Moment mal eben. Wird da noch eins drunter passen? Das wird der Abstand. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, wir kriegen die auf jeden Fall noch zwei davon untereinander und dann einen anderen daneben. Das wird mal effizient. Das freut mich. So. Guckt mal an, die ersten 30 Brillen sind schon da, liebe Leute. Die ersten 30 Tonnen Brillen, für Leute, die überhaupt keine Brille tragen, wie man hier oben sieht, sind schon da. Alle Brillen sind schon da. Ich höre schon auf. Das musste mal eben noch gemacht werden. Hier ist mir zu viel Stau zwischendurch. So, 645 und dann... Ah ne, wir haben keine Werkzeuge. Mit Gottes Hilfe werden die Arbeiter. Egal, wir sind aber fast fertig. Abschnitt bald fertiggestellt haben. Bitte lasst uns bleiben. Können doch nirgendwo anders hin. In Nordheim. Ja, Moment. Ich muss mal eben schauen. Ja. Bitte lasst uns 92. Bleiben. Wir dürfen 92. Bleiben. Wir dürfen bleiben. Das ist ihr kriegt aber noch ein Häuschen. Ach, nein, ich weiß nicht. Hierbei? Ja, Moment. Zumutung in dieser Stadt leben zu müssen. Ja, du mich auch. Da gibt es natürlich keine Kirche. Ach, ist das doof. Das Problem hatte ich, glaube ich, schon mal. Schon mal das gleiche Problem. Das ist doch alles doof. Das ist doch alles bescheiden jetzt. Müssen wir uns gleich angucken. Erstmal das Frauenkloster. Aha, Teil 1.
Bruder Hilarius ist begeistert von der Arbeit einer Ordensschwester. Sie soll Äbtissin eines eigenen Klosters werden. Geleiten Sie einen Boten? Hatten wir das nicht schon mal? Gott weiß, ich würde euch helfen, wenn ich nur könnte. So, warten wir eben ab, bis die Schiffe ein bisschen näher sind. Dafür gebührt euch ein Platz. Ja, fährt sogar nach Norden diesmal, klar. Ah, Sachen. So. Brauchen wir nicht mehr. Wir haben jetzt eh noch wieder einen Aufstiegsslot frei. Super. Toll. Was kriegen wir für die Aufgabe? Wein. Oh, das ist gut. So. Was brauchen wir für Lichtenau eigentlich? Einmal alles. Einmal alles mit süß-sauer, bitte. So, dann machen wir das voll. Und los geht's. Das gefällt mir. Das kann raus. Stattdessen kann Most mit aufgenommen werden. In die Handelsregister. Machen wir übrigens am besten direkt zweimal. Könnten wir mit dem Brot übrigens auch machen. Also falls ich beim nächsten Mal sage, wir haben Brotmangel aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung. Wir können noch viel, viel mehr transportieren. Immer bedenken. Das reicht natürlich auch nicht. So, wie sieht's denn aus? Jetzt ist natürlich der Wein weg. Warum ist der Wein nicht mehr da? Was fehlt? Anscheinend ein Gebäude. Anscheinend fehlt ganz einfach ein Kälterhaus mit Werkzeugen, die wir natürlich nicht haben. Kommen gut voran. Alles läuft. Das ist nicht normal. Vielleicht total fies, wenn ich jetzt hier das Kälterhaus hinbaue. Das ist praktisch dann der Steinmetz mit den schweren Steinen immer um das Haus rumlaufen muss. Nichtsdestotrotz werde ich das gleich dahin bauen, aber ich glaube, ich werde die beiden Gebäude austauschen. Was brauche ich denn? 2 Tonnen Werkzeuge, sobald ich die habe. So. Wird das Ganze einmal ausgetauscht. Einmal so. Und dann kann demnächst hier das Kälter aussehen. Du wirst es verschmerzen. Jetzt will ich nur noch wie rum. Eine Produktion kommt zum Ich glaube, ich baue das dann mal so. Also demnächst. Irgendwann. Später. Dauert mir zu lange. Ist das Schiff schon da? Nein. Wie sieht es hier aus? Nein. Nee, Quatsch, falsche Antwort. Oh, wir haben feindliche große Kriegsschiffe, die auf uns zukommen. Das ist natürlich nicht so gut, aber die sind auch sehr langsam natürlich. Die kommen überhaupt nicht an. Das ist eigentlich der große Vorteil dann dabei. So, dann lasst mal Werkzeuge sehen hier, liebe Leute. Das gibt's doch nicht. Da kommen nochmal welche, glaube ich. Ich lasse trotzdem schon mal eine Sofortabholung beantragen. Ja, jetzt haben wir die 7. So, Kältehaus, perfekt. So rum.
Nämlich mit der Mauer, ne? Mit dieser schönen Mauer in Richtung Stadt. So. Vielleicht hilft das wenigstens schon mal ein bisschen. Gut, das Kriegsschiff nähert sich etwas, macht aber nichts. Wollte ich hier nochmal auf was achten? Ich glaube nicht. Sieht jetzt alles nicht ganz so schlimm aus. Wobei, es sinkt alles, aber es müsste auch irgendwo noch ein Schiff unterwegs sein, theoretisch. Naja, praktisch eigentlich auch. Zum Beispiel dieses. Und das war ja gerade da. Brillen. Ja. Ich glaube, das mit den 30 Tonnen hin und her transportieren ist ganz gut. Die kommen sowieso, die kommen sowieso so schnell wieder nach mit dem Produzieren. So viel können wir überhaupt nicht hin und her transportieren. Ja. So, was wir aber transportieren können. Haha, kleiner Scherz. Nein, das kommt mal nach deinen. So. Dann können nämlich beide Schiffe da gleichzeitig anlegen. Ich habe das Gefühl, in letzter Zeit erreichen wir eigentlich richtig viel. So nach und nach. Dauert zwar immer etwas länger. Macht aber auch nichts. Ich spiele das Ganze ja auch nicht, um möglichst schnell mit irgendwas fertig zu sein, sondern eigentlich, weil es mir Spaß macht. Und dann spiele ich halt in dem Tempo, wie es mir Spaß macht. Wenn euch das zu langsam ist, teilweise hier, dann sagt mir das. Es lässt sich aber im Zweifel nicht ändern, weil die Folge ja schon fertig ist, wie ihr mit Sicherheit dann wisst. Wenn ihr sie seht, kann ich an der Folge nichts mehr ändern. Surprise, motherfucker. Surprise, surprise. So ist es halt. 3, 4, 5. Bock. Ein Weg hier, ein Weg da. Dafür gibt es keinen Pfand, das ist nur ein Weg. Ne? Müssten wir jetzt ein Mehrwegsystem machen, dann würde man dafür Pfand wiederbekommen. So, zack. Na, nein, was war das denn? Was ist das denn? Was? Was tust du denn da? Alter, einfach platzieren. Und zwar so, wie ich das sage hier. Zack. So, und so auch noch. Einmal hier, einmal hier, einmal hier, einmal hier. Das ist sogar platzmäßig gesehen echt verdammt gut. Viel mehr kann man da eigentlich schon fast nicht rausholen. Hier oben neben lohnt sich natürlich nicht. Das heißt, wir machen hier auf dieser Seite weiter. Wir haben jetzt 4, 8, 12. Ich brauche jetzt nach außen hin 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ein Weg. Ein Weg. Kein Weg. Kein Weg. Muss auch zwischendurch sein. Nein! Toll! Ja, einer ihrer klasse. Stellt keine Waren mehr her. Das gibt's doch nicht. Mann, reißt dir einfach das Haus wieder ab. Zup, zup, zup. Zup, 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 zup. So, und du auch noch ein... Es wird Zeit, dass ich wieder eine Aufnahmepause mache. Sind wieder 1 Stunde 20 am Stück. Das reicht wieder für die komplette nächste Woche, ne? Ach, das gefällt mir. Das ist mal richtig effizient.
Wir haben wieder hier hinterher ein bisschen frei vielleicht. Macht aber nichts. Aber das hier ist keine Lücke frei. Haha. Das nenne ich mal Effizienz, nicht? Gut, dann kannst du zurückfahren. Und eigentlich könnten wir noch mal Werkzeuge nach Bergenfurt liefern, damit die hier den Dom endlich mal fertig kriegen. 27, ja, das reicht schon. Brauchen wir gar nicht. Natürlich reicht es noch nicht, aber bis die soweit sind, reicht das locker. Dann sind wir da, ja, an der gleichen Stelle, wo wir schon mal waren, dass wir 3500 Adlige brauchen. So, Most müsste ja übersprudeln mittlerweile. Ist es schwer, Gottes Plan zu verstehen. So. Machen wir erstmal weiter mit den Häusern. Ach, wir können erstmal noch hier weitermachen. 1, 2, 3. Plöpp. Und 1, 2, 3, 4. Hallo? Das war sehr erfolgreich mit der Straße. Jetzt hier am Felsen. 1, 2, da passt keins. 1, 2, 3, 4. Und ich würde sagen, hier müsste meine Kapelle hin. Kirchenreichweite? Ja, haha. Macht nichts, dann gibt es hier eine Kapelle. So. Hier kommen auch noch drei hinter. Sehr, sehr gut mit dem Weg. Toll. Ich freue mich. Dann kann der nächste Marktplatz theoretisch. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann. Ja, nach da. Wobei, ist nicht gut, dann haben wir hier unten immer noch nichts. Vielleicht wäre es am besten, den praktisch auf diese Höhe zu setzen, denn wie man sieht, ist hier der Radius viel, viel besser. Haus, Haus, Haus. Na, was war das denn? Das jetzt hier unten wird ja nur eine Bauern, vielleicht später noch eine Bürgersiedlung ein bisschen. Die wird natürlich, das hier ist jetzt wirklich schon, ja, ich sag mal schön. Großer Platz. Blumenbeete, eine Allee. Die Produktion kommt zum Erliegen. Eine kleine Parkanlage. Kaiserdom. Das hier sieht schon ein bisschen mehr nach was aus. Das hier muss einfach nur so wie hier Reihe an Reihe. So, das Schiff hat übrigens schon lange das Gebiet verlassen. Das Schiff hat schon lange einfahren lassen, beziehungsweise wahrscheinlich hat der Kapitän einfahren lassen. Fragt mich nicht. So, hier. 1, 2, 3, 4. Für Haus und Weg. Stimmt's? 1, 2, 3, 4. Für Haus und Weg. Das passt sogar perfekt mit den Straßen eigentlich überein. Genau, hier und da. Zack, zack, zack. Das passt dann auch mit da unten ganz gut überein. Hier gibt es nochmal einen Weg. Hier gibt es nochmal einen Weg. Ja, und das Markthaus kommt ja eh dann bald weg. Natürlich brauchen wir dann nochmal eine Kapelle. Eine Produktion kommt zum Erliegen.
So, die Holzproduktion muss dann hier unten leider auch weichen. Die müssen wir dann so lange irgendwo anders hin verlegen. Holz brauchen wir. Naja, gut. Wie sieht es hiermit aus, oder? Eine Rohstoffquelle ist bald versiegt. Der Kaiser das wird vom Fortschritt auf der Dombaustelle entsetzt. Es tut mir leid, aber Moment, ja. Erstmal. Der Bau kann im Augenblick nicht fortgesetzt werden. Jetzt einer ihrer Dom. Stellt keine Hallo, mehr Dom. Hier. Ja, liebe Leute. Wir sind wieder mal an der Stelle. Ich erzähle jetzt nicht, was man hier alles sieht. Und wie toll das doch ist. Das hatten wir alles schon. Lassen wir nur festhalten. Das ist das, wo wir schon mal waren. Und es passt hier einfach auch wunderbar hin. Ah, toll. Freut mich. Ich bin stolz. Achso, ja, ich wollte hier unten noch zwei Häuser. Na, das ist natürlich doof. Natürlich muss hier oben auch noch eine Kapelle hin. Aber hier oben kommt auch noch mal ein Marktplatz hin. Aber was hier nämlich noch hinkommt, ist natürlich die Fortsetzung der Stadtmauer. Einmal bis zum Felsen hoch. Sehr schön. Ein Eckturm und nochmal ein Turm auf eine Rohstoffquelle ist bald halber Strecke. Ja, meine Güte, was machen die denn mit ihren Rohstoffen? So. Jetzt übergebe ich gleich noch dieses, die Beglaubigung. Sacke den Wein ein. Und dann war's das erstmal für diese Aufnahmesession. Es ist mir immer wieder eine Ehre, für euch Anno zu spielen. Es ist einfach, Pelz ist nicht mehr so gut. Es macht einfach immer noch verdammt viel Spaß. Kann ich nicht anders sagen. Also mir macht es immer noch Spaß, aber ich denke mal, zumindest bei dem einen oder anderen merke ich es ja, macht auch noch Spaß zuzugucken. Es braucht wirklich nicht viel, um diese Aufgabe zu vollbringen. Ich nehme die jetzt mal nicht an. Wie gewitzt, mich so an der Nase. Ja, wie gewitzt. Toll. All unsere Baupläne stehen zu eurer Verfügung. Ich dachte schon, jetzt lädt er nochmal. Jetzt speichert er nochmal. So, denn von hier aus. Ja, toll! Ich will die Folge beenden. Mann, aber toll, stattdessen mache ich hier nochmal ein bisschen was Schönes hin. Ihr müsst euch das jetzt vorstellen, da ich den Friedhof noch nicht freigeschaltet habe, dass das hier praktisch jetzt der Friedhof wird. Ich denke mal, kann man sich vorstellen, das sieht aus wie Grabbepflanzung. Gut, ist das Schiff angekommen? Ja, dann sehr gerne der Herr. Das ist ganz wunderbar. Unseres Herrn. Ab nach da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Möge der Herr mit euch sein und gehabt euch wohl.